Denkt euch, ich habe die Firma Inkbird gesehen. Und sie schickten mir ganz ohne Lohn ein Paket über Amazon. Ich öffnete es ohne Mühe, obwohl es für Weihnachten war, viel zu früh. Was drin war, möchtet ihr gerne wissen? Ihr Naseweiß, ihr Schelmenpack. Na gut, ich zeige euch, was drin war in dem Postsack. Ein Inkbird IHT 1P und ich werde es testen, auch ganz ohne Schnee. Ja, das ist das neue IHT 1P von der Firma Inkbird. Das Einhand-Einstechthermometer. So, jetzt packen wir es einfach mal aus. Also, das Paket selbst ist relativ spartanisch. Man muss sagen, super stabil eingepackt. Also das ist so, ein Schaumstoffzeug. Da kann also auch nichts kaputt gehen. Ein Ladekabel für das Inkbird, weil die Inkbirds haben ja seit neuestem einen Akku drin verbaut, oder die haben ja einen Akku drin verbaut, das ist einfach nur genial. Der Akku soll bis zu 30 Stunden halten und ja gut, das habe ich jetzt noch nicht getestet, ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, das zu testen, weil jetzt kommt nämlich das Interessante, muss Information anschalten, einfach nur rausziehen. Wenn man das eine ganze Zeit nicht gebraucht hat, ich glaube nach 2 Minuten, geht das einfach aus. Wenn man das Inkbird bekommt, neu, ist das ganz dumm, dann steht es nämlich auf Fahrenheit. Wir haben nämlich hier keine 66,9 Grad Celsius, sondern wir haben Fahrenheit. Durch einen längeren Druck auf den Knopf springt es um. Und jetzt sieht man, hier im Raum ist 19,2 Grad. Das Inkbird IHT 1P ist wie alle Inkbirds super schnell in der Temperaturerfassung. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt dran packe, kann man ruckzuck sehen, wie die Temperatur hochgeht. Und da hat es sich auch schon eingependelt bei 23, Grad. Also, innerhalb von 5 Sekunden hat es normalerweise die korrekte Temperatur erreicht. Ausschalten, einfach wieder zuklappen. Und schon ist das Ding wieder aus. Hier hinten die Ladebuchse ist mit einem Gumminoppen versehen. Das heißt, das ganze Gerät wird auch noch offiziell als wasserdicht verkauft. Wasserdicht hat natürlich den Vorteil, du kannst auch mal bei Regen rausgehen, weil wie oft ist es tatsächlich, du gehst einfach raus, nimmst dir dein IAP oder nimmst dir das Thermometer, stichst das rein und hast dann die Ladebuchse oben. Ein Tropfen rein, schon hast du verloren. Hier ist jetzt, wie gesagt, der Deckel drauf. Das macht das Ganze super interessant. Dadurch ist es nämlich einfach dicht. Es ist beleuchtet, hat den Charme. Man kann auch mal eben im Dunkeln nachmessen gehen, ohne groß Licht anmachen zu müssen. Weil wie oft ist es tatsächlich so, dass man einfach nur mal kurz an den Grill rangrät. Es ist noch leicht hell. Ein Thermometer kannst du dann aber normalerweise nicht ablesen. Es sei denn, es ist halt hintergrundbeleuchtet. Die geht halt aus nach einiger Zeit. Ein kurzer Klick drauf. Und schon geht sie wieder an. Das Thermometer hat noch eine ganz andere Eigenschaft. Es hat den Charme. Ja, das ist jetzt ein bisschen glatt hier. Aber es ist magnetisch. Hoppala. So. Es ist magnetisch. Das heißt, an meinem Grill, der hat schön ein Gestell drumherum, kann ich das einfach hinlegen und man kommt nicht dazu, das ganze Ding mal eben durch die Gegend zu feuern. Es geht sich gar nicht darum, dass man das Inkbird so irgendwo plan dran macht. Ist totaler Unsinn. Aber wenn ich das jetzt bei mir auf meine Metallfläche so drauflege, dann sitzt das da bombenfest. Also man kann es locker abheben, das ist gar nicht die Frage. Aber der Wind kann nicht mal eben kommen und das Ganze wegwehen. Weil das Ding hier ist so leicht. Ich habe es jetzt nicht nachgewogen, aber boah, 80 Gramm, 100 Gramm, mehr ist das nicht. Und bei der Größe, und daher auch das gut ablesbare Display, ist es halt so, dass es einfach, sag es, und bei der Größe kann der Wind halt sehr gut da dran packen und dann hat man verloren. Die Probes von den Inkbirds
sind ja alle mittlerweile vorne sehr spitz. Das hat den Charme, man sticht es ins Fleisch rein und hinterlässt nur ein ganz kleines Loch. Wenn man zum Beispiel ein Steak reinsticht, ich kenne jetzt keinen, der ein Steak größer als so baut, sind wir mal ehrlich. Also so drei Finger Steak, da hat man schon viel mit der Probe. Und drei Finger bei mir sind wirklich irre was. Und mit der Probe komme ich nur, wenn ich die Spitze reinsteche, genau bis zur Mitte. Das heißt, ich habe nur ein ganz, ganz kleines Loch in das Steak reingemacht, wo der Saft rauslaufen kann. Sollte ich einen größeren Braten haben, dann macht das auch fast gar nichts. Dann macht das dann wirklich nichts, wenn ich bis zur Mitte auch stechen muss. Aber vorne einfach nur, um ein dünnes Steak zu messen, die kleine Spitze, super, so muss es sein. Also, nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Irre schnelle Zeiten, unheimlich lange, also irre schnelle Anschaltzeiten, irre schnelle Messzeiten. Lange hat man was von dem Gerät, ehe man es überhaupt wieder aufladen muss. Wasserdicht. Dafür ist es nicht das günstigste, muss man dabei sagen. Das kostet, ich habe mal nachgeguckt, neu knapp 30 Euro. Inkbird hat ja den Charme, die schicken immer wieder mal irgendwas zu vergünstigten Konditionen, 20%, 30% raus. Selbst dann ist es noch teurer als die meisten anderen. Aber wie gesagt, dadurch, dass hier ein Akku drin verbaut ist, der an sich schon ein bisschen mehr kostet als eine kleine Batterie, der auf Lithium-Polymer-Basis aufgebaut ist, also ein Handy-Akku, ist das Ding nahezu unkaputtbar. Es ist also wirklich unverwüstlich. Ich habe erst von einem Thermometer gehört, was kaputt gegangen ist. Und selbst da ist die Firma Inkbird so kulant bisher gewesen. Man sagt Bescheid, hör mal, ich habe ein kaputtes. Dann schmeißt er das irgendwo in die Ecke. Oder dann kriegst du Bescheid, schmeißt das in die Ecke und dann kriegst du von denen ein neues zugeschickt. Das sind einfach Artikel, die werden nicht repariert. Natürlich werden die gerne jetzt von Inkbird rausgeschickt an Leute, die sie brauchen und testen können, in der Hoffnung, dass die dann, wie ich, sich hier vor die Kamera setzen und das Ganze testen. Wie gesagt, ich habe aktuell leider keine Möglichkeit, rechtzeitig das Ganze in ein vernünftiges Video zu packen, um Fleisch, wo ich auch Fleisch grille und ähnliches, weil ich gesundheitlich ein wenig angeschlagen bin. Aber ich wollte euch da noch eine Freude machen, weil die Firma Inkbird, die hat mir nicht eins geschickt. Ich habe zwei. Und dieses zweite werde ich natürlich an euch verlosen. Dieses Verlosen machen wir ganz einfach. Unter dieses Video schreibt ihr mir einen Kommentar, was ihr grundsätzlich von diesem Gerät haltet. Sollte da drin stehen. Des Weiteren sollte da drin stehen, dass ihr das Gerät haben wollt, also am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und als drittes den Hashtag Inkbird. Das sollte für jeden möglich sein, dass das kurz und knapp darunter geschrieben wird. Also, was findet ihr an dem Gerät toll, dass ihr es haben wollt? Hashtag Inkbird. Die drei Sachen drunter und dann kommt das Ganze in die Verlosung. Am Sonntag, dem 15., werde ich dann die Verlosung machen. Das werde ich abends machen. Deshalb bitte alle, die an der Verlosung teilnehmen wollen, bitte bis Sonntag, dem 15. November, 12 Uhr mittags. Was findet ihr toll? Ihr wollt es haben? Hashtag Inkbird als Kommentar. Die Leute, die es gemacht haben, nehmen an der Verlosung teil. Die werde ich dann abends machen. Kann ich noch nicht genau sagen. 18, 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob der High Noon Barbecue seine Tagesschau hat. Wenn er seine Tagesschau hat, werde ich es vorher machen. Hat er nicht seine Tagesschau, werde ich es definitiv nachträglich machen. Hat er seine Tagesschau, werde ich um 18 Uhr oder 19 Uhr starten. Hat er seine Tagesschau nicht, werde ich wahrscheinlich kurz um 20 Uhr online gehen und die ganze Verlosung mit euch machen. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, viel Glück euch.